che ne pensi di sito, se li lavori di mettere su Twitter, poi di mattina, di giorno. Es geht darum zu klären, was die Amerikaner hier in Deutschland eigentlich so treiben. Dazu gehört aber nicht nur das Abfangen von Daten, sondern dazu gehört auch, dass der umstrittene Drohne. I've observed events of the past few years and asked myself several times, what's going on in my native Germany? Millions of refugees. US intelligence agencies indiscriminately listening in on German citizens and the government. And once again, German tanks are heading east. I've met politicians from various political parties and various independent experts and journalists in an effort to understand just how independent Germany really is when it comes to decision making. Whether it acts on its own national interests or carries out someone else's will. Grüß Gott, mein Name ist Juri Kofner. Ich mache einen persönlichen Dokumentarfilm über amerikanisch-deutsche Beziehungen. Und ich wollte fragen, ob es möglich wäre, diese Woche vielleicht Interviews mit Vertretern Ihres Instituts zu nehmen. I've just called one of the most influential organizations in Germany. I'm not talking about the government or German intelligence or even the Bundeswehr. It's a non-profit and non-government American fund called the Atlantic Bridge. Tatsächlich schwierig, darum kann ich Ihnen dann nicht ganz so große Hoffnung machen. Mhm. Was wir gerne machen können, ist, dass Sie mir nochmal eine Mail schicken mit ja. Ihrem Projekt und dann habe ich auch direkt Ihre Kontaktdaten und dann können wir da. This is the Berlin office. A seemingly nondescript building with no signage on the outside, but it's guarded by the German police. From whom? By the way, just 30 paces away is the private apartment belonging to Germany's Madam Chancellor. Somehow I can't help feeling that this is where crucial decisions about German life are made. Ich kann Ihnen dazu nicht sagen, meine Kollegin ist noch nicht im Haus. Ich rufe Sie einfach später noch mal an. That's what a polite brush-off sounds like in German. I knew I had to look to the past if I wanted to find answers now. It all goes back to the time when, after World War II, the victors were shaping the future, both of Europe and Germany. The one remaining witness to those historic events that I was able to make contact with now lives in Moscow. Grüß Gott, Herr Feinberg. Grüß Gott. Sehr angenehm. Сталин проводил линию такую, что раскол Германии нам не выгоден. И нам нужна добрососедская Германия. Valentin Fallin was one of the ideologists behind Gorbachev's perestroika and German reunification. He was still a young diplomat after World War II when he and a group of colleagues prepared analytical reports on Germany for Stalin's successors. Мы предложили провести в 46-м году общегерманские выборы. На основании этих выборов создать общегерманское правительство. Разработать с представителями этого правительства текст договора мирного, по заключению которого в течение 1-2 лет вывести с территории Германии оккупационные войска. It was in March 1952 that Stalin drew up his famous note. Германия разрешается иметь собственную армию, необходимую для защиты. Германия получает статус неприсоединившегося государства. Diese berühmte Stalin-Note, das war das Angebot deutsche Vereinigung um des Preises willen, dass man neutral bleibt, dass man sich kein Militärbündnis
anschließt. Es war eine große Chance für Deutschland. Wolfgang Gierke, Member of the Bundestag. Also Adenauer hatte immer eine politische Linie vertreten, lieber das halbe Deutschland als ein geteiltes Deutschland mit Russland. Und er hat dieses Angebot schroff zurückgewiesen. Das war eine persönliche Entscheidung, eine deutsche Entscheidung oder waren da noch andere? Nein, Deutschland hat in dieser Zeit nie was alleine entschieden. But why were members of the anti-Hitler coalition so opposed to the unification of Germany with a neutral and non-aligned status, just like its neighbor, Austria? Американцы понимали, что объединение Германии в тот период не может быть враждебным Советскому Союзу. Объединение Германии предполагало заключение мирного договора, вывод оккупационных войск, а американцам базы на территории Германии были необходимы для нанесения ударов по Советскому Союзу. This map of Germany clearly shows all foreign military bases. They're spread across the entire country. By the mid-1950s, Germany had once again been turned into a military stronghold and the most militarized country in Europe. American nuclear bombs have recently been delivered here, in Rheinland-Pfalz, to the Buchal Air Base. This is Ramstein, the largest American military base outside the United States. This is where NATO's European Air Force Command Post is based. Also auch sämtlicher Nachschub, der in den Irak, nach Syrien, Afghanistan geht. Das landet dort alles in Ramstein auf einem Hot Cargo Pad, heißt das eine Ladefläche, Entladefläche, wo also ausgeladen wird, die Munition dann weitergeschickt auf die getöteten Soldaten. Former Bild-Zeitung newspaper associate, now freelance journalist Norbert Fleischer, has conducted an independent investigation into the legitimacy of operations carried out at Ramstein Air Base on German soil. He even made a film about it. Aber vor allem ist ja auf der Ramstein Air Base der Raketenabwehrschild der Amerikaner. Offiziell ist es ja so, dass die Kommandozentrale dieses Raketenabwehrschilds auf der Ramstein Air Base stationiert ist. Und zwar unter Kontrolle der gesamten NATO. Tatsächlich ist es so, dass die Amerikaner ganz in der Nähe der Ramstein Air Base in Kaiserslautern Vogelweh noch einen zweiten Kontrollstützpunkt haben, von dem aus sie ganz alleine den Raketenabwehrschild zum Einsatz bringen können, ohne überhaupt die NATO damit zu befassen. Und auch nicht die deutsche Regierung? Natürlich. Also die Amerikaner müssen niemanden fragen, sie können jederzeit den Raketenabwehrschild zum Einsatz. Norbert was told by German police officers that the German government had also transferred the road that leads to the airbase directly to American sovereignty. Wo hört das amerikanische Haus recht auf jetzt in der Bundesrepublik? Wahrscheinlich im Bett von Frau Merkel. During the investigation, Norbert met Wolfgang Jung, a former teacher who lives near the Ramstein base. As an anti-war activist, Jung has been working to have the base shut down. He realized, of course, that protest wouldn't help. So he took the fight to the court. And he sued the government. Ich habe geklagt, weil ich es unsäglich finde, dass alle staatlichen Instanzen und Ebenen es zulassen, dass von unserem Boden aus völlig widerrechtlich, im Widerspruch zum Völkerrecht und zu unserem Grundgesetz und zu allen deutschen Gesetzen Leute einfach ermordet werden. But the case was dismissed. It turns out that a German citizen is not entitled to file such an action unless he can prove that the military base presents a threat to him personally. Left-wing Bundestag member Alexander Neu is certain that the government knows very well what the Americans are up to at the Ramstein base. Immer eine Vielzahl von Anfragen gestellt an die Bundesregierung mit Blick auf Ramstein, mit Blick auf die Funktion, die Ramstein für die US-Amerikaner. Deutsches Territorium wird in der Tat zur Verfügung gestellt, um
illegales Töten der USA möglich zu machen, deutsches Territorium zur Verfügung gestellt, um einen Truppenaufmarsch gegen Russland zu ermöglichen. Das ist ganz eindeutig. NATO is expanding to the east. American generals are dragging Bundeswehr soldiers into new wars. They conduct exercises close to Russia's borders. Who needs provocation like that? When it comes to national defense, there is no consensus in German society. Ja, was ist denn jetzt Ihre Position zur NATO und zu amerikanischen Basen und amerikanischen Nuklearwaffen auf deutschem Boden? Also wir stehen uneingeschränkt zur NATO. Wir wollen natürlich nicht austreten. Das ist Unsinn. Es wird oftmals in den Medien so dargestellt, aber das ist natürlich falsch. Andererseits ist es so, dass die NATO immer mehr zu einem politischen Instrument geworden ist. Es war ja mal als eine Art Verteidigungsbündnis gedacht, als eine militärische Einheit. Und es wird immer mehr zu einem politischen Instrument. Auch hier müssen wir fordern, dass das bitteschön überdacht wird, dass wir zurückkommen auf eine Position, die den Nationen dient und wo man die NATO nicht missbraucht. Und das ist die Gefahr, die sich da natürlich bietet. In Potsdam, we spoke to members of the Alternative for Germany parliamentary group. We talked about NATO's role as America's instrument of influence over German politics. Man muss das klar differenzieren hinsichtlich des Umstandes, die NATO als defensives Verteidigungsbündnis, das ist die NATO, der wir beigetreten sind, das ist die NATO, zu der wir auch stehen, und wo das eben im Falle der NATO-Osterweiterung sich anders vollzieht, dann ist dieser Defensivcharakter nicht mehr gegeben und da muss man drüber diskutieren. Man muss drüber diskutieren, inwieweit die NATO zu einem politischen Bündnis geworden ist, wo es auch darum geht, dass vorrangig die US-Amerikaner ihre Interessen in einer sehr dominanten Art und Weise durchsetzen, beziehungsweise wie wir wieder zu einem Niveau kommen, wo die NATO dann wirklich ein Bündnis gleichberechtigter Partner ist. In 1990, the USA, UK, France and the USSR at last signed the final settlement treaty on Germany. It was reunified and regained full sovereignty. That's when Germany could have demanded the withdrawal of all foreign troops. It could even have quit NATO altogether. But Germany didn't take that chance. Only the Russians withdrew. Wir haben die Chance verpasst, neutral zu werden. Wollte Kohl nicht? Durfte er vielleicht auch nicht wollen? Christian Wellmeyer, Philosopher and Columnist. USA, Interesse haben natürlich in Europa einen Fuß in der Tür zu haben. Die USA haben 4 Jahre Krieg geführt, stehen in Europa und sie werden natürlich nicht das wieder aufgeben. Denn wenn sie sich jetzt zurückziehen, da ist der Atlantik dazwischen. Und die bekommen sie nicht wieder über den Atlantik drüber. Everyone I've spoken to agrees. Despite the Federal Republic of Germany always being the USA's most loyal ally, after reunification it came under even tougher control. In March 1999, Germany invaded another country for the first time since the Third Reich. With no UN sanction and in violation of its own constitution, it took part in NATO's war against Yugoslavia. Ich habe in den 90er Jahren im Auftrag des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl die Gespräche mit dem jugoslawischen Staatspräsidenten Milosevic unter 4 Augen geführt. Willy Wimmer, ex-Bundestag member, former German Secretary of State for Defense and Vice President of the OSCE. Der Jugoslawienkrieg ist möglich gemacht worden dadurch, dass es in Deutschland eine Koalition aus Sozialdemokraten und Grünen gegeben hat,
die ins Amt gekommen sind, mit der Zusage an den damaligen amerikanischen Präsidenten Clinton, sich am Jugoslawienkrieg, wenn er denn kommt, zu beteiligen. Natürlich hat die USA ausgetestet, wie bündnisloyal auch dieses Deutschland in der NATO ist. Also die NATO hat ein ganz interessantes Statut. Alle Staaten, die Mitglied sind, müssen Ja sagen. Das deutsche Einverständnis nicht vorliegt, hätte dieser Krieg nicht stattfinden können. Das ist die Frage schon, die immer im Hintergrund mitspielt. Wie verlässlich sind die USA und wie frei ist Deutschland in seinen politischen Entscheidungen? Nie mehr Krieg nach Europa. Im amerikanischen Interesse ist dieser Krieg zurückgebracht worden nach Europa. Und wir haben es ja nicht nur in Jugoslawien, dass wir von einem Krieg in den anderen getrieben worden sind, im amerikanischen Interesse. English? Yeah. Which country are you from? Kurdish. Kurdish? Yeah. From Turkey, yeah? Yeah. Kurdish, yeah. Yeah, okay. From Iraq? Yeah. Iraq, yeah? Yeah? Es sind die Länder Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen. Es sind Länder, die wir bombardiert haben, die wir mit Krieg belegt haben. Wer ist wir? Die Bundesregierung, Deutschland, im Verbündnis mit den NATO-Partnern oder in der Form der Koalition der Willigen. Da sind wir dabei. Ich würde ehrlich sagen, gell? Ja. Guck mal, auch Deutschland. Alle ganze NATO-Soldaten sind da in Afghanistan. Okay. Nicht nur in Afghanistan, überall, ganze Welt. Diese Länder in die Steinzeit zurückzubomben, für Demokratie, für Menschenrechte. Das Resultat ist, dass die Menschen keine Zukunft mehr haben, keine Staatlichkeit mehr haben und nach Deutschland kommen. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance. In 2002, when the Bush administration was only planning its military incursion into Iraq, Chancellor Schroeder said, Germany will not be part of this war, which means that NATO forces cannot be used. Schroeder's position was supported by France's President Chirac. He was joined by Russian President Putin. Both have a veto in the UN Security Council. Bush was furious. Spiegel magazine quoted the US ambassador to Germany. The Christian Democrat group in the Bundestag puts pressure on Schroeder, demanding that Germany support the military incursion into Iraq. Angela Merkel, still leading the opposition, flies to the US. Her article appears in the Washington Post. Bush defiantly severed all ties with Schroeder. Washington considered introducing sanctions against France and Germany. But what caused the greatest concern in Washington was an emerging alliance between France, Germany, and Russia. There were all too frequent meetings between the three leaders, along with their plans to create a consolidated Eurasian space stretching from the Atlantic to the Pacific Oceans. Das ist ein Albtraum für die USA, einen solchen Raum in Europa, was ja auch bedeutet, dass man zu vielen Dingen, was die USA angeht, nicht mehr zur Verfügung stellt. Aber es ist Schluss mit Vorherrschaft, es ist Schluss mit der Entscheidung, dass über Krieg oder Frieden in verschiedenen Teilen der Welt in Washington entschieden wird und nirgendwo anders. Those Europeans who lived through the 20th century. A few years ago, former director of the Stratford Private Intelligence Analytics Agency, working for the US Intelligence and the Department of State, George Friedman made a stunning admission. For the United States, the primordial fear is German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower, as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. That revelation should have provoked discussion in both German political circles and the mass media. However, no one seemed to notice. Wir haben eine ungewöhnliche Situation im eigenen Land bekommen. Es hat es in der alten Bundesrepublik nie gegeben, dass man das offene Gespräch gescheut hat. Und wir haben eine Situation, dass man nur noch unter vier Augen mit guten Freunden über schwierige Themen redet. To most Germans, America is their savior, protector and best friend.
It's the pillar of freedom and democracy. Several generations of FRG citizens have clung to that view for some time. Das haben die US-Amerikaner, nennen wir es mal Soft Power, seit den 50er Jahren sehr geschickt gemacht. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und auch in anderen Ländern. Mit Soft Power, mit kulturellen Angeboten, mit Angeboten des Austausch, Young Leader Programme und so weiter und so fort. In die deutsche Wirtschaft, in die deutsche Politik, in die deutsche Medienlandschaft hineinzuwirken. Junge Journalisten einzuladen in die USA, sie dort zu briefen, also sprich zu indoktrinieren. Junge Politiker aus den verschiedenen Parteien. Inklusive der Versuch in die Linke hinein, junge Wirtschaftsmanager einzuladen und sie zu indoktrinieren, was zum großen Teil sehr erfolgreich ist. Und das sind dann diese Menschen aus Wirtschaft, Politik und Medien, die wiederum das Schicksal Deutschlands an der Seite der USA lenken. That network of influence, including Atlantic Bridge and the military bases, spreads throughout all of Germany. Ich war früher bei den Jusos beispielsweise, das ist die Jugendorganisation der SPD. Und da war es so, dass wir also regelmäßig auch als Jusos, ähnlich wie auch die Kollegen von der Jungen Union, eingeladen worden sind zu Debatten von beispielsweise dem Transatlantic Youth Network, German Marshall Fund. Jörg Sabalewski studies at the Free University of Berlin. Und so, das ist ja ein unglaubliches Geflecht an finanziellen Institutionen, das da wirkt. Das ist ja sehr schwer auch durchzublicken, wo man dann gesagt hat, guck mal hier, wir machen jetzt eine tolle Podiumsdiskussion, laden den US-amerikanischen Botschafter ein, könnt ihr euch ein bisschen unterhalten. Und dann die Besten, oder wir losen das aus, oder wie auch immer, schicken wir dann übersee, könnt ihr euch dann New York angucken. Kostenlos. Las Vegas kostenlos. Sind die meisten wichtigen Zeitungen über führende Redakteure, zum Beispiel in der Atlantikbrücke, organisiert. Das ist ein Think Tank, der regelmäßig die politischen Vorstellungen der USA und der Bundesrepublik Deutschland abstimmt. In 2014, Udo Ulfkotte, a former editor of the Frankfurter Allgemeine Zeitung, one of Germany's biggest newspapers, leveled a terrible accusation against the German and European press. Die machen das klasse. Die Amerikaner haben selbst bei der amerikanischen Botschaft in Berlin Programme, wo Journalisten abrufen können, Fördergelder für die Beeinflussung der Öffentlichkeit in Deutschland. Da gibt es zwischen 5.000 und 20.000 Dollar pro Beeinflussung, wenn man erfolgreich eine Kampagne durchzieht. In 2013, it suddenly became clear that the nation Germans had believed to be the pillar of democracy and their best friend was tapping their phones and hacking their emails. Meanwhile, Germany's National Intelligence Agency, the BND, was working for America's National Security Agency. Ist klar, dass natürlich der CIA, NSA, wie auch immer, natürlich Material über deutsche Politiker sammelt. Und deutsche Politiker sind auch nicht so heilig oder so vollkommen, dass sie dort nichts finden würden. Wenn sie jetzt zu stark auftreten, dass dann ihr Ruf kaputt ist, sie abtreten müssen oder mehr. In his book, Journalists for Hire, Udo describes in detail the methods used to bribe and control how and what journalists write about foreign policy. Tatsache ist, dass der Bundesnachrichtendienst regelmäßig in die Frankfurter Allgemeine Zeitung gekommen ist und hat mit zwei Personen, die waren immer zu zweit, die kamen nie alleine, die kamen immer offiziell. Und das war auch immer bekannt bei den, bei meinen Vorgesetzten, dass die kamen und hat dort Vorschläge für Artikel mitgebracht. Sie haben die Artikel weitestgehend vorgegeben. Sie haben sie nicht ganz geschrieben, das Schreiben musste dann ich machen und sich die Endversion dann angeschaut und darauf geachtet, dass das auch alles so war, wie sie es gern haben wollten. Udo names hundreds of journalists and other organizations that all help US intelligence agencies sway public opinion in Europe. Udo Ulfkotte was found dead in January 2017. Officially, he died of a heart attack, but what caused it has yet to be specified. Thank you.
entrusted everything to the politicians and the press. No one asked German citizens whether they were willing to sponsor millions of immigrants and refugees, whether they were willing to host nuclear weapons on their land. Aber das Problem ist, dass unsere Politiker diese Souveränitätsrechte nicht ausschöpfen, sondern sich verhalten wie eine Kolonie. Unsere Regierung wird geprägt von Kollaborateuren der amerikanischen Macht. Es ist nicht so, ich will nicht sagen formell okkupiert, dass man sagen muss, wir sind jetzt irgendwie so ein... Aber Okkupation so formuliert, die Amerikaner würden im Fall des Falles nicht einfach freiwillig gehen. Also in dem Sinne ist sicher schon eine Form von Okkupation, eine Form von Besatzung. Für mich entscheidend sicher eine geistige Geschichte. Deutschland ist Teil der Europäischen Union. Daran wird sich auch nichts verändern. Aber es ist ja immer die Frage, wie frei ist man auch gedanklich, kopfmäßig. So, wenn ich mir immer die Frage stelle, indirekt mit, was werden meine amerikanischen Verbündete sagen, wenn ich mich so und so verhalte, das ist ein falscher, das ist einfach falsch. Die Millionen von Sternen sind Germany has a wonderful culture and a rich history. But after World War II, we still find it incredibly hard to talk about our national pride. I suppose that all Germans really want is peace, unity, justice, and freedom.